Ja, dann hier ein Unboxing in Anführungszeichen der Sachen, die von AliExpress gekommen sind. Das sind drei Sachen, im Prinzip vier, das vierte hole ich gleich dazu. Zunächst ist hier ein Arduino Uno gekommen, mit noch hier so einem Pfosten. Stecker, dass man da auch direkt was löten kann, also wirklich fein. Und dann, das ist dann das Herz, also die CPU, die ich hier benutzen werde. Dann ist gekommen dieser SD-Karten-Adapter. Da passen große SD-Karten rein. Es stand eigentlich dabei, es wäre Micro-SD. Ich bin froh, dass es so ein großer ist, weil da kann man, da ist das wesentlich angenehmer, so eine Karte reinzustecken. Und das klappt auch sehr gut mit dem Stecken. Hier, da sind direkt die Anschlüsse angelötet und dann muss man hier eben auch dann entsprechend die Kabel hier mit entsprechenden Pfosten buchsen machen und dann hier entsprechend anlöten. So, dann ist das Wichtigste, was gekommen ist, das ist diese EKG-Elektronik hier. Auch die ist gekommen hier mit einer Pfostenleiste, die muss aber noch eingelötet werden. Die habe ich hier auch noch irgendwo auf dem Tisch. Muss man mal gucken. Okay, jedenfalls, die ist auch mitgekommen, die muss dann eingelötet werden und dann kann eben auch an den Arduino die Anschlüsse dran gebracht werden. Man muss verbinden Ground 3,3 Volt, dann den Output, das geht in den analogen Input hier vom Uno, da kommt das EKG-Signal, dann gibt es hier ein Low Minus und ein Low Plus. Das sind Signale, die dem Arduino dann mitteilen, ob die Elektronen überhaupt richtig dran sind, ansonsten braucht er nicht messen. Und SDN wird, soweit ich weiß, nicht benutzt. So, bei dem Platinchen hier ist dann hier so ein Kabelbaum in Anführungszeichen mit bei, mit dem passenden Stecker. Da kommen dann die Elektronen dran. Es wurden hier drei Elektronen mitgeliefert, die kann man dann hier drauf stecken. Ich will es jetzt gar nicht festmachen. Und dann kann man das halt ankleben. Man kann es an den Armen ankleben, wenn man es vernünftig haben will, eben auf die Brust. Und dann, das waren die Sachen, die jetzt heute gekommen sind, schon letzte Woche, das ist im Prinzip eine Woche her, also die Lieferung, die war das Schnellste, was ich je erlebt habe. Das ist das hier, das sind 50 dieser EKG-Elektroden, die haben 5 Euro gekostet. Ich gucke jetzt mal gerade nach, was das insgesamt gekostet hat. Moment. So, diese Elektronik hier für das EKG, die hat mit Fracht gekostet 6,32 € und der Arduino Uno, der hat gekostet 4,44 € mit Fracht und das SD-Lesegerät hat gekostet mit Fracht 2,03 €. Das heißt, wir sind dann insgesamt bei, müssen wir mal gerade überschlagen, 6,32, 10,32, 10,80 €, 12 €, also knappe 13 € für die Elektronik und dann sind noch die 5 € für die Elektroden mit dazu gekommen. Also sind wir bei, was hatte ich jetzt gesagt? Ja, so schnell vergisst man das. Also 6,32, da sind wir bei 10. Da machen wir mal 11 raus. So, 13 € und 5, da sind wir bei 18 € und damit möchte ich dann ein 24-Stunden-EKG aufbauen, was dann auf eine SD-Karte lädt. Die habe ich hier. Die ist nicht mit dabei gewesen, die hat man halt. Und da passen dann wirklich mehr als 24 Stunden EKG drauf. Und die möchte ich dann auf dem PC auslesen können, um mir das anzuschauen. Okay, gut, das war's zu diesem Thema, zum Unboxing.
Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!